Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege hat gemeinsam mit Kulturministerin Bettina Martin am 22. November drei wertvolle Funde vorgestellt, die in diesem und im letzten Jahr von ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern in Mecklenburg-Vorpommern entdeckt wurden. Es handelt sich um 7 Schwerter aus der Bronzezeit, 6000 Silbermünzen und einem Schatzfund mit Reliquienbehälter aus dem 11. Jahrhundert. Hier sind zum ersten Mal 7 zusammen an einer Stelle vergraben worden. Es lässt darauf schließen, dass man dort in der Nähe wahrscheinlich eine Siedlung hatte, die wir aber noch nicht genau lokalisieren können. Und Menschen aus dieser Siedlung haben ihren Göttern dieses besonders wertvolle Opfer dargebracht, um vielleicht für eine bessere Ernte zu bitten. Das ist immer eine interessante Frage, wie sind denn diese Münzen in den Boden gekommen? Sie sind also nicht einfach verstreut worden, sondern man hat ein großes Tongefäß genommen, sie dort hineingetan. Im Laufe der Jahrhunderte ist dieses Tongefäß dann leider kaputt gegangen, aber wir konnten noch Fragmente dann bei der Nachuntersuchung auch feststellen. Und der Fund von Mölln aus der Zeit um 1090 nach Christus zeichnet sich eben durch diesen außergewöhnlich hohen Anteil von Objekten mit christlichem Bezug aus. Also es ist in der Zeit ja so, dass die Slawen ihre eigenen Götter verehren und das Christentum eigentlich noch gar keine Rolle spielt. Es ist also eine komplett heidnische Umgebung, in der dann plötzlich diese 3 Objekte mit christlichem Bezug in so einem tollen Fund auftauchen. Das ist absolut bemerkenswert. Die 6,7 Kilo Silbermünzen hatten damals einen Wert von 34 Ochsen, 34 Pferden oder 34 Sklaven. Das spiegelt den enormen Wert wider, die Münzen in der Bronzezeit hatten. Archäologische Funde in dieser Menge haben eine große historische Bedeutung. Sie unterstreichen die kulturelle Identität von Mecklenburg-Vorpommern. Da kommen Dinge zum Vorschein, die einfach unsere Geschichte sind und unsere Wurzeln auch zeigen. Und das ist hochinteressant. Und das Tolle daran ist, dass es von ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegerinnen und Pflegern gehoben werden, diese Schätze. Und das ist schon was ganz Besonderes. Nach und nach werden die einzelnen Funde katalogisiert und zum Teil restauriert. Sie helfen Wissenschaftlern zu rekonstruieren, wie die Menschen damals hier lebten. Bald sind die Schätze in den Museen des Landes MV zu sehen.